Ich würde sagen, wenn ich sein, er ist Werbetexter auch, wenn ich jetzt für ihn Werbetexten müsste, dann würde ich sagen, er ist der Frauenflüsterer unter den zeitgenössischen Poeten. Er kommt aus dem Feindesland, aus Franken, aus Nürnberg, wie er sagen würde. Und er ist Pionier der fränkischen Mundartdichtung. Es ist ein Mini-Drama geworden. Der Mann, Way Gates, der morgens Kaffee macht, Hauptsache es geht, und zu den Instant-Körnern sagt, und wenn es um ein Immerweide geht, so könnte eigentlich ein guter Amoklauf beginnen. Die Bugle erst brumme, als sei es Unterhaltungselektronik. So halt was. Dies zu sagen, sich einzugestehen, so ja nix. Meine Teekanne, die hat ein urologisches Problem. Ja, kannst du was bist. Auch schnippisch geht's daneben. Halt bloß dein Maul. Mein Toaster lebt nicht mehr. Hast nichts und bist nichts. Dass ich es heute Abend schon zum 8. Male bis zum Rand abfülle. Saufen die denn nicht? Die Dinge tun einfach ihre Pflicht. Aber den Skis war es mir nicht. An russischen, tschechischen, dänischen, rumänischen. So haben's Kasen, aber genützt hat's ihnen nichts. Doch sind das wirklich Frauen, die derart finster schauen? Sie tragen Bärte, Hosen und reiten auf den Rosen. Doch gibt es wirklich Blumen von solcher Art Volumen, dass drauf zwei Männer sitzen und 10 bis 12 Haubitzen daneben liegen können? Wie wenn sie Raum gewinnen, nämlich stetig. Gott ja, sie kommen näher. Je näher, desto jäher durchschneiden ihre Schreie die stark geschwächte Reihe der unseren. Jetzt wird's dringend. Geschwind, wir ziehen singend durch jenes hohe Tor. Geschafft den Riegel vor, der Feind kreischt noch was Mieses. Das war nun also dieses, nämlich knapp. Wir haben auch beim Vorbereiten tatsächlich auch festgestellt, dass das positive Liebesgedicht eben auch gar nicht meine Kernkompetenz ist. Ich weiß nicht, also vorhin sagte mein Kollege, dass er nur einmal versetzt sei, oder es hörte sich so an in dem Gespräch. Wahrscheinlich bin ich einfach viel zu oft versetzt worden, um jemals wieder positiv über Liebe schreiben zu können. Einmal ganz. Ich darf beim Gedicht nicht schwafeln. Ich muss bald fertig sein. Nein, das heißt nicht, dass ich schnell arbeiten muss. Was heißt, wenn es fertig ist, muss es einen Anfang und ein Ende haben. Man darf das nicht vergleichen, doch beides tut sehr weh. Du hast PMS, ich hab BVB. Am Freitagabend bist du gern Garnelen auf deinen unzerkratzten Ledersesseln. Denkst du sehr lange an die armen Seelen, die sich mit blöden, lauten Kindern fesseln. Du schreibst auf Zettel, wer dich wohl vermisst, aus vielen hellen, glückzerzausten Jahren. O weh, dein neuer Freund, der Galerist, will an der Elbe mit dir Rollschuh fahren. Und dann fühlst du beim Cremen des Gesichts dich wie ein Stein, der fällt und fällt ins Nichts. O oh, du, die du, da du, wie du, wie du, der du, wo du, da, da du, sie du, wie du, so du, ach du, wenn du, wann du, nur du, wo oh, du, wie du, da du, wie du, wenn du, wo du, wenn du, da du, die du, das du, ach du, 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 du. Da di do di du di du di da ta ta tü ta tü ta tü ta tü ta tü ta tü ta tü. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte stellen Sie die Gratulation ein. Ich wiederhole, bitte stellen Sie die Gratulation ein. Sie sagen Sie. Ja, wo laufen Sie denn etwa mir nach? Unterstehen Sie sich wohl, ja sagen Sie mal, mich hier vor den Leuten zu duzen zu getrauen. Sie habe ich ab heute ja überhaupt nicht gekannt, sag ich Ihnen, jawohl,
direkt in ihr Schnauzengesicht. Die Neon-Ikone. Als ich nach Amsterdam kam und um die Ecke bog, stand ich vor dem Fenster der Ruhe. Sie aber saß in rötlichem Licht auf einem Hocker und schaute mich an und lupfte ihre lange, lebendige Zunge nach mir. Da war ich vom Donner gerührt, weil alle Schönheit der Welt in einer Hure wohnte. Und neben mir im Dunkeln stand ein augenrollender Kreole und ein lächelnder Blitzlicht-Japaner, sodass wir gemeinsam die Menschheit darstellten. Sein für den Schreibenden wie für den Lesenden, dass es eine biografische Niederlage in einen ästhetischen Triumph verwandelt. Sehr gut. Sehr gut.